Ja, hallo, mein Name ist Christian Hemschemeier, ich bin Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Wir haben heute eine Frage von Iljanova. Habe ich noch eine Chance bei meinem ersten Freund? Und genau, ganz kurz, die neuen Liebeschiffskurse sind mir persönlich in Hamburgo, Köln und München, 21., 22., 3. Und da gibt es jetzt auch einen Termin für Zürich. Das ist am 2. Juni. Alles auf liebeschipp.de, wie auch die Online-Kurse. So, sie schreibt: Hallo Christian, bin vor kurzem auf deine Videos aufmerksam geworden und möchte dir ein großes Lob aussprechen und Danke sagen, denn ich habe vorher noch keine ähnlichen Informationen gefunden, die das Thema Bindungsangst, toxische Beziehungen und so weiter so gut aufgreifen. Ich möchte dich kurz meine Erfahrung schildern und dich in meine Meinung bitten. Ich war vor ein paar Jahren im Studium in Mittelamerika. Dort habe ich meinen Ex-Freund kennengelernt. Er war mein erster Freund. Ich fand ihn nett. Wir sind ausgegangen. Er war ziemlich begeistert. Ich eher zurückhaltend. Es gab einige Streits und Unstimmigkeiten. Ich bin dann mit zu seiner Familie gefahren. Wir waren eigentlich doch kein Paar. Gut, also erstmal sage ich immer, hang out, have fun, hook up. Also beim Daten, da ist eigentlich nichts vorgesehen von Streits und Unstimmigkeiten. Man geht aus, hat eine gute Zeit, wird irgendwann körperlich. Und auch da haben wir schon so ein bisschen meiner Ansicht nach den falschen Ablauf. Also erstmal solltet ihr euch finden und zusammenkommen. Und es hat auch neulich schon mal jemand gefragt. Ich persönlich empfehle immer so die ersten 2 Monate keine Freunde, Familie mit dazu zu nehmen und erstmal sich selber zu finden. Dass ihr zu seiner Familie fahrt und kein Paar seid, ist schon irgendwie schräg. Als wir zusammengekommen sind, hat er nach einem Streit und meinem Schweigen daraufhin Schluss gemacht. Er hat mich allerdings nicht losgelassen. Ich habe kurz darauf erfahren, dass er weiterhin Kontakt zu seiner Ex hatte und er wieder zu ihr zurückgegangen ist, weil sie ihm gedroht hatte, den Kontakt abzubrechen. Ja gut, könnte man alles ein bisschen, ist alles ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Gut. Wie soll ich sagen? Ja, keiner weiß richtig, was er will und wie er es handeln soll, irgendwie. Aber gut, Hauptsache die Frage ist natürlich, ob als ihr zusammen wart, er irgendeinen Ex-Kontakt hatte oder nicht, aber das schreibst du jetzt hier nicht. Also, dass er danach wieder zu ihr zurückgeht, ist vielleicht nicht schlau, aber macht ihn jetzt nicht zum Arschloch oder so. Nach ein paar Tagen hat er ihr gesagt, dass er das nicht will und sie hat den Kontakt dann zu ihm abgebrochen. Danach sind wir wieder eine Zeit ausgegangen, als ich ihn fragte, wo das hinführen solle, slash, haben wir eine Beziehung, kamen Ausflüchte wie, du musst bald eh wieder zurück nach Hause. Also du bekommst hier nicht, was du willst, wollte ich einfach nur sagen. Ne? Also wenn du mit jemandem Commitment haben willst, dann solltest du es auch klar sagen und dann gegebenenfalls sagen, nee, dann lasse ich es lieber, wenn wir kein Commitment haben. Aber im Moment, jetzt hat er sich sozusagen durchgesetzt mit keinem Commitment. Also da muss, ja, dann kann man aber auch nicht meckern, wenn er andere Frauen kontaktiert, so, ne? Also da würde ich dir einfach raten, oder würde ich euch Zuschauer auch generell raten, also wenn ihr denkt, ihr seid in einer Beziehung oder es unklar ist, dass wirklich ein ganz klares Gespräch drüber führen und dass man weiß, wo man steht und nicht das so im Nebel stehen lassen oder denken, der andere denkt das gleich wie man selber. Ich habe den Kontakt daraufhin erstmal eingestellt, war kurz in Deutschland und dann wieder in Mittelamerika. Er suchte den Kontakt, wir sind dann zusammengezogen, obwohl wir längst nicht mehr zusammen waren. Das zieht sich so ein bisschen durch die Mail durch. Warum ziehst du mit ihm zusammen? Das ist, ich weiß nicht, fällt jetzt kein Beispiel dazu ein, aber das ist, also du gibst ihm schon irgendwas, was er sich eigentlich erarbeiten müsste durch Daten, eine Beziehung und so weiter. Das gibst du ihm schon. Also, ist wieder das Gleiche. Du kannst dich eigentlich nicht beschweren, wenn ihr gar nicht zusammen seid, egal was er macht. Ne? Ich weiß nicht, ob du dann angenommen hast, ihr seid zusammen oder ob ihr gedacht hast, wenn ihr zusammenzieht, kommt ihr wieder zusammen. Aber das sind alles Sachen, die man wirklich ja, mit guter Kommunikation mal auf den Punkt bringen sollte, rechtzeitig. Das Ganze funktionierte 5 Wochen, welch Wunder. Danach bin ich ausgezogen, als ich erfahren habe, dass er die ganze Zeit, bis auf die Zeit, in der wir zusammen waren, was recht kurz war,
sich nicht nur mit seiner Ex-Freundin, sondern auch mit anderen Frauen getroffen hat. Wieder, ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen spitzfindig, aber ich meine, solange ihr nicht zusammen seid, klar, also nicht zusammen sein heißt ja, ich treffe mich auch mit anderen, ne? Oder potenziell treffe ich mich mit anderen. Ne? Also wieder, kann jetzt nicht sehen, dass er dich hier angelogen hat. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas nicht verstanden. Es folgte ein wirklich heftiger Streit, mein Auszug und meine Rückkehr nach Deutschland. Wie gesagt, ich würde für dich daraus nehmen, dass du in Zukunft ganz klar kommunizierst, was du denkst, was läuft, was du dir wünschst, was läuft. Ich habe ab dem Zeitpunkt viel Zeit zum Nachdenken. Wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt. Irgendwann schrieb er mich wieder an. Aber es war okay für mich. Eine Zeit lang mochte ich jemand anders, bis irgendwann wieder Gefühle hochkamen. Nach ganzen 2 Jahren und einem Erdbeben letztes Jahr suchte er das Gespräch und erklärte mir, dass er nach seiner Ex-Freundin niemanden mehr geliebt hätte, aber für mich etwas empfunden habe, ihm das Angst gemacht hätte. Das ist wieder so eine völlig irrwitzige Aussage. Also wenn er dich damals so geliebt hat, warum wollte er nicht mit dir zusammen sein? Also das glaube ich einfach nicht. Weil man jemand, wenn man total verknallt ist in jemand, dann will man natürlich mit dem zusammen sein. Und warum ihm das Angst macht, dass er irgendwas für dich empfindet, ja, das wissen wir jetzt nicht. Laut seiner Aussage hat sie ihn betrogen, das macht ihm wohl noch zu schaffen. Es kamen sehr viele Worte von seiner Seite aus. Ja, ich sage ja immer, Worte sind billig. Im Grunde genommen würde ich fast sagen, uninteressant, letztlich zählen. Was er macht, ne? Was er macht, was er bisher gemacht hat, war eigentlich über so eine unverbindliche Dating-Phase, mit der nicht hinausgehen soll. Ne? So, im Dezember haben wir uns nach 2 Jahren wieder getroffen. Ich wollte ihn sehen, weil ich durch die Zeit in Deutschland viel über mich nachgedacht und herausgefunden hatte, dass ich definitiv Bindungsangst habe, ähnliche Muster bei anderen Männern vorher. Eine sehr unschöne Scheidung meiner Eltern, als ich 2 Jahre alt war, ein neuer Partner meiner Mutter, schwierige Beziehung zur Mutter und das Gefühl, nie genug zu sein, mangelnde Selbstliebe, das ganze Programm eben. Das ist vor allen Dingen co-abhängiges Programm, aber das führt eben manchmal zu dieser co-abhängigen Bindungsangst, ja. Letztlich eine Angst, dass sich nicht abgrenzen zu dürfen, klar zu sagen, was man denkt, aus Angst verlassen zu werden, und dann Sachen unter Umständen oder sich ganz doll schützen müssen, weil man das Gefühl hat, man kann sich eh nicht verbal schützen oder kommunikativ das auf einem guten Level halten. Aber da mache ich sicherlich nochmal mehr zu Bindungsangst, habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr. So. Da weiß ich, dass ich ihm damals nie eine Chance gegeben habe. Ja, aber er die auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe unnötig Streit gesucht, um ihn von mir fernzuhalten und egal, was er gemacht hat, er war nie gut genug. Ja, das mag alles sein. Ist auch gut, dass du dich selbst analysierst. Aber die Frage ist ja, es mag auch sein, dass das dein Teil war. Aber was ist sein Teil? Ne? Ich meine, ich habe jetzt nie gesehen, dass er ganz klar gesagt hat, ich will mit dir zusammen sein. Ne? Er hat sich viel um mich gekümmert, wenn es mir schlecht ging und hat oft das Gespräch gesucht. Ja, aber er wollte keine committete Beziehung, scheinbar. Ich habe ihn dann wieder gesehen und war mit bei seiner Familie. Wieder das Gleiche. Würde ich nicht machen, wenn ihr gar nicht zusammen seid. Ne? Es sei denn, ich meine, man geht ja nicht so unbedingt als Freunde, ne, zur Familie. Also zumindest nicht, wenn man mal zusammen war. Und gut, die Zeit war kurz, aber schön. Also ich vermute, da lief wieder was zwischen euch. Jetzt zurück in Deutschland habe ich mir die Zeit genommen, mir meine Werte aufzuschreiben. Und ich bekomme im Moment nicht das von ihm, was ich mir wünsche. Tja, und das hast du, glaube ich, noch gar nicht bekommen von ihm, außer tageweise. Ne? Eine ganz normale, einfache, monogame Beziehung, wie du immer so schön sagst. Genau. Vor ein paar Tagen wollte ich mit ihm reden, weil die Situation angespannt war, aber er hat mir das Gespräch verweigert. Seitdem ist komplette Funkstille. Ich weiß, dass er sich wieder melden wird und dass ich die Situation im Moment so nicht will und Abstand brauche. Ich würde mich da fernhalten. Du hast jetzt 3, 4 Mal probiert, das wird nichts mehr. Also guck weiter, such dir jemand anders. Meine Frage ist nun, hat er Bindungsangst? Ja, entweder er hatte Bindungsangst oder er liebt dich, hatte ich nicht genug, war nicht genug verliebt in dich. Ne? Würfel's aus. Also, aber es kommt beides aufs Gleiche raus. Oder gäbe es eine Chance, wenn beide an sich arbeiten?
Also, ihr habt ja noch nicht mal eine richtige Beziehung gehabt, woran soll man dann arbeiten, ne? Also, will man vor einer Beziehung schon zum Paartherapeuten gehen, bevor die überhaupt richtig zustande gekommen ist? Nee. Also, da hängst du, ich meine, ich höre dich da, also, so die Art, wie du redest, ist schon dieser jemand verändern wollen, retten wollen, das ist schon dieses typisch co-abhängige Modus. Also, ich würde schon denken, dass du an dir arbeiten solltest, dass du ein Recht darauf hast, jemanden zu bekommen, der schon fertig ist, ne? Und dass du an deiner passiven Bindungsangst arbeitest und dir sagst, ja, ich will jemanden, der mich auch will, so, ne? Und den ich nicht erst zum Daten tragen muss irgendwie, ne? Weist er narzisstische Tendenzen auf und wird er immer wieder kommen? Ja, also narzisstische Tendenzen kann ich jetzt hier nicht rauslesen, aber ja, ist auch sowieso schwer in der Mail. Aber da gibt es viele Mails, wo ich das viel mehr denke als hier. Also ja, für mich hört es ja erstmal an, als jemand, der einfach nicht weiß, was er will, und das tut dir nicht gut, ne? Ja, er wird sicherlich wiederkommen. Und wäre es besser, wenn ich den Kontakt komplett abbreche? Ja, würde ich definitiv sagen, weil da wird kein Schuh mehr raus, glaube ich. Ich habe das Ganze schon mal durchgemacht und weiß, dass es irgendwann besser wird. Ich frage mich nur, wie lange. Weiß nicht genau, meinst du das mit wie lange, aber ich würde das komplett auf Eis legen für den Rest deines Lebens, diese Beziehung. Vielleicht läuft man sich irgendwann wieder über den Weg, aber das kostet dich nur Zeit. Und also offensichtlich will er keine Beziehung, er will nur mal ein paar schöne Tage mitnehmen und dafür wäre ich mir echt zu schade, glaube ich, an deiner Stelle. Ich hatte auch schon ein Jahr keinerlei Kontakt zu ihm. Du hast in einem deiner Videos erwähnt, dass das Ganze nach ein paar Monaten besser werden wird und das war es ja auch. Ist es möglich, nach so einer schwierigen Beziehung irgendwann befreundet zu sein? Nein. Oder besteht die Gefahr eines Rückfalls? Ja. Er ist mir als Mensch wichtig. Ja, komm, das ist Quatsch, du willst mehr von ihm, ne? Denn trotz alledem war es eine wichtige Erfahrung für mich und ich habe viel gelernt. Ja, nimm das Gelernte mit. Bedanke dich bei ihm und hasta la vista, wie man in Mittelamerika wahrscheinlich sagt. Keine Ahnung. Ich hätte gerne eine andere Sicht auf die Sache als meine und die meiner Freunde und Familie. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du meine Mail in einem Video beantworten würdest. Habe ich hiermit getan, wenn ihr es auch machen wollt, über ein Formular auf liebeschip.de oder an fragen@eheberatung.info. Mit keinerlei Garantie, ob und wann. Habt ihr einen ganzen Stapel inzwischen. Aber ich nehme auch immer wieder gern was Aktuelles und Neues, also schickt ruhig. Und genau. Dann werden wir uns bald wiedersehen und auch wieder, wie heute das erste Mal, wieder mit Zebra und wird, denke ich, auch diese Woche mal wieder ein Live-YouTube-Video geben. Okay, wir sehen uns bald wiedersehen. Ciao.